Sitze ich mal woanders in meinem Zimmer, weil hier ist ein Fenster und es ist so warm. Ich weiß auch nicht, mir ist so warm, aber draußen regnet es und deswegen ist draußen frische Luft und ich kann hier ein bisschen Luft abkriegen. Heute gibt es den Most Worn Things Tag Summer Edition. Ich wurde von Nitastic getaggt. Ich verlinke euch ihren Kanal in den Infos, falls ihr sie nicht sowieso schon kennt. Und habe mich total gefreut. Es geht in dem Video einfach darum, man zeigt aus verschiedenen Kategorien seine Favoriten sozusagen. Also die Dinge, die man am meisten getragen hat. Und ja, da sind ein paar interessante Kategorien dabei, beziehungsweise halt solche Beauty-Sachen und bla bla bla. Und sowas gefällt mir immer sehr gut und deswegen mache ich da jetzt heute mit. Und ich hoffe, es gefällt euch und ich wünsche euch viel Spaß. Die erste Kategorie ist der meistgetragenste Nagellack und ihr wisst, ich kann mich nicht entscheiden. Deswegen zeige ich euch zwei. Und zwar einmal einen aus der Essence LE und zwar ist das die Me and My Ice Cream LE. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Wahrscheinlich nur noch vereinzelt. Die ist schon etwas älter. Und zwar in der Farbe 01 Ben & Cherries. Ich habe davon mal ein Bild geinstagrammt, wie ich das auf meinen Fingern hatte. Und habe das jetzt dann im Sommer sehr, 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 sehr gerne auf meinen Fußnägeln getragen. Ich finde es wahnsinnig schön, wenn man so ein bisschen leicht gebräunt ist und dann die Fußnägel irgendwie so eine hellere, so eine cremigere Farbe sind. Das ist irgendwie so eine Erdbeerjoghurtfarbe mit so ein bisschen Schimmer. Und ja, die habe ich auf jeden Fall gerne getragen und auf den Fingern von Catrice und zwar die Farbe 030 Meet Me at Coral Island. Und die hatte ich jetzt auch im Urlaub drauf und die hat wirklich so lange gehalten. Ich habe euch da auch ein Bild geinstagrammt. Ich weiß gar nicht, nach 6 Tagen mit Pool und Meer und allem drum und dran, ohne Nachlackieren oder sowas. Und ich finde, das ist so eine schöne Farbe. Das ist nämlich, das kommt aufs Licht an, wie die aussieht. Mal ist sie so mehr orange, dann sieht sie mehr rot aus. Dann hat sie aber auch noch so was Pinkes mit drin. Und ich weiß nicht, ich finde diese Farbe einfach so cool und die passt irgendwie zu so viel. Also ich mag die sehr, sehr gerne und ja, deswegen auf jeden Fall noch dieser Nagellack. Die nächste Kategorie ist das meistgetragenste Haarprodukt, beziehungsweise das meistbenutzte Haarprodukt, nehme ich mal an. Das sind bei mir sowieso immer Hitzeschutz natürlich und ja, aber das sind Sachen, die ich euch schon tausendmal gezeigt habe. Deswegen zeige ich euch jetzt mal was etwas Neueres. Naja, ich habe es euch auch schon gezeigt, aber es ist dieses Wachs. Es nennt sich Glanzgel Wachs, ist von Tafte und sowas habe ich eine Weile lang gesucht, weil ich hatte so eine Wachspaste für meine Haare, die aber so einen matten Effekt hatte. Und ich wollte gerne was, dass die Haare glänzen. Weil gerade jetzt im Sommer finde ich es ganz schön, wenn die Haare so ein bisschen leichter aussehen. Und ihr wisst ja, ich mag am liebsten Haarspray durchwuscheln, fertig. Aber jetzt im Sommer fand ich das war mir irgendwie zu, ich weiß auch nicht, die sahen dann so trocken aus, so krustig und so, ja. Deswegen wollte ich unbedingt gerne was, was die Haare so schön glänzen lässt und aber trotzdem Halt gibt. Und das ist richtig, richtig cool. Also ich mag das total gerne. Ich habe das auch schon gut benutzt. Ja klar, man nimmt natürlich nicht so viel, versteht sich, sonst sehen die Haare etwas fettig aus. Und ich mag das so gerne, wenn man da so draufdappen. Macht das so ein cooles Geräusch. Macht ihr das auch so gerne? Ich mag das total gerne. Ja, auf jeden Fall das hier. Das nächste und dritte ist die meistgetragenste oder benutzte oder mitgenommenste Tasche. Die habe ich euch schon in meinem Handgepäck-Video gezeigt. Und zwar ist das diese hier von Mango. Die passt wahrscheinlich hier gar nicht ganz jetzt aufs Bild drauf, weil ich so nah an der Kamera sitzen muss, weil hinter mir mein Bett ist. Auf jeden Fall ist das eine von Mango und sie ist pink und ist eine Ledertasche, die war im Sale. Hat statt 50 oder 40 nur noch 20 Euro gekostet und ist richtig, richtig groß und da passt richtig, richtig viel rein. Und die hatte ich fast immer eigentlich dabei, weil man alles so schön einfach reinschmeißen kann. Und wenn man sie aber aufmacht, dann ist das nicht wie mit anderen Taschen, dass man es 100 Jahre suchen muss, sondern man sieht alles sofort. Und von sowas bin ich ein sehr großer Fan und ich hatte die eigentlich fast den ganzen Sommer dabei, weil es so schön auch so ein Farbtupfer ist und das hat mir sehr gut gefallen. Weiter geht's mit der nächsten Kategorie, die meistgetragensten Schuhe. Die meistgetragensten Schuhe, die ich euch jetzt zeigen muss, sind, naja, nicht mehr so im allerschönsten Zustand. Und zwar handelt es sich um solche einfachen Latschen von H&M. Ich glaube, so ganz ähnliche gibt es auch bei Primark und bei Pimkie. Und ich habe die einfach nur in weiß. Meine beste Freundin hat die in so einem
dunkelblau. Die finde ich eigentlich auch schön, also schöner als meine, weil die sehen echt so ein bisschen abgeranzt aus mittlerweile. Aber die finde ich so praktisch. Und ihr wisst ja, der Sommer in Deutschland war nicht so der tollste, deswegen konnte man nicht immer so gut offene Schuhe anziehen. Die sind aber so eine Mischung aus, ich weiß nicht, Turnschuh und Ballerina. Sie sind nicht ganz zu, aber halt auch nicht ganz offen. Die sind mega, mega, mega bequem. Gut, jetzt hier in Weiß passen eigentlich fast zu allem. Sehen mit langen Hosen gut aus, sehen aber auch mit kurzen Hosen gut aus. Und kosten 9,95 €, glaube ich, oder sowas. Ja, die sind jetzt bei mir sehr dreckig. Ich habe die auch mal in die Waschmaschine geschmissen. Das geht auch, also ohne Probleme. Darf man halt nur nicht zu heiß waschen. Und ja, ich war jetzt mit denen auch mehr oder weniger freiwillig im Meer. Das heißt, ich werde sie jetzt wieder in die Waschmaschine stecken. Mal gucken, ob sie das überleben. Aber ja, die habe ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne im Sommer jetzt getragen. Die fünfte Kategorie ist das meistgetragenste Accessoire. Also bei mir ist das so, wenn es jetzt so warm ist, dann kann ich das nicht leiden. So Ketten oder Uhren, das klebt immer alles so und ich finde, da schwitzt man so drunter. Was ich aber sehr gerne mag, sind Ohrringe und ich finde im Sommer vor allem solche langen, baumeligen total schön. Und ich habe sehr, sehr oft diese hier getragen. Das sind so goldfarbene mit so mintfarbenen Perlen unten dran und die sind natürlich richtig lang. Also die gehen bis so fast zur Schulter. Und sehr gerne habe ich die auch mit genau diesem T-Shirt getragen, weil das finde ich total gut zusammenpasst. Und ja, ich weiß nicht, die lassen so jedes Outfit dann gleich so viel glamouröser wirken und so richtig schön sommerlich. Und ja, die habe ich auch im Sale gekauft. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, ob es bei Six oder bei I Am war, aber es war auf jeden Fall diesen Sommer. Aber es ist schon ein bisschen her. Es war so Sommer, Frühling, so Anfang irgendwann. Haben da, glaube ich, nur noch 2 Euro gekostet. Und ja, solche langen Ohrringe mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe auch so lange Federohrringe und sowas. Sowas gefällt mir richtig gut. Und deswegen auf jeden Fall diese Babys hier. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Das wäre das meistgetragenste Kleidungsstück. So, da ist das jetzt bei mir so. Ich wollte euch mal gerne wieder was anderes zeigen, weil ich habe euch ja meine Sommer-Must-Haves gezeigt. Da habe ich ja auch Klamotten gezeigt, ne? Also diese Sachen habe ich sehr viel getragen, aber ich habe noch andere Sachen viel getragen. Und zwar zum einen diese hier. Meine Haartuchsammlung. Diese Tücher, die ich mir dann immer so um den Kopf binde mit so einer Schleife und dann sind die Haare so weg aus dem Gesicht. Und die habe ich im Sommer so gerne getragen. Die habe ich auch mit in Urlaub, natürlich nicht alle, also 2 hatte ich, glaube ich, dabei. Und ich finde das einfach so praktisch, wenn man schwitzt und es ist warm und die Haare bleiben nicht zurück. Und gerade wenn man kurze Haare hat, dann ist es so schwierig. Man kann sich nicht einfach mal einen Zopf machen, sondern die hängen immer hier vorne. Und deswegen habe ich sehr, sehr gerne diese Haartücher hier benutzt und einfach meine Haare zurück, Tuch drum, fertig. Und das habe ich so, so gerne getragen und die waren wirklich meine absoluten Retter. Und aber ich habe auch noch eine zweite Sache, die ich euch gerne zeigen will. Und zwar meine Lace-Oberteile bzw. meine durchsichtigen Oberteile. Ich habe da hier jetzt zum Beispiel mal einen Top, das ist von Zara und ist eben vorne so lacig und ihr seht, da kann man durchgucken. Also das ist, ja, durchsichtig. Also halt so spitze. Und da muss man einen Bandeau-Top drunter tragen oder ich habe es auch oft mit Bikinis kombiniert. Und die finde ich sehr, sehr schön. Dann habe ich hier noch eins von H&M. Das ist so total neonfarben. Das habe ich euch auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und ist auch eben durchsichtig. Dann zieht man da halt auch ein Bikini oder ein Bandeau-Top drunter. Und genauso auch dieses hier. Das habe ich, woher habe ich denn das nochmal? Das habe ich aus Straßburg. Ich glaube von New Look. Von New Look habe ich das. Und das ist eben hier mit der amerikanischen Flagge. Das ist auch noch ein Crop Top gleichzeitig. Und ist eben auch durchsichtig. Und dann muss man auch da irgendwie einen Bandeau-Top drunter ziehen oder sowas. Und die habe ich wirklich sehr, sehr gerne getragen jetzt im Sommer, wenn es dann so warm war. Und dann kam eine frische Brise und die ist dann direkt unter das T-Shirt. Und dann war es eigentlich einfach nur, als hätte man ein Bikini an mit ein bisschen Stoff drüber oder so. Fand ich sehr angenehm und ist deswegen auch so ein Most Worn Thing. Die siebte Kategorie ist die meistbenutzte Foundation und ich muss sagen, jetzt im Sommer habe ich weder Foundation noch BB-Cream benutzt. Ich habe nicht mal meine allerliebste BB-Cream genommen, weil es mir einfach viel zu warm war und ich dann immer echt geglänzt habe wie eine Speckschwarte.
Und deswegen habe ich das eigentlich so gut es ging vermieden. Wenn aber dann meine Haut doch mal so schlecht war und ich musste irgendwo hin und wollte nicht so, weiß nicht, nur so abdecken, weil das sieht man ja doch immer durch, habe ich diese von Catrice hier benutzt und die ist jetzt leider aus dem Sortiment gegangen. Da habe ich die dann nämlich auch gekauft. Und ich bin mit der wirklich sehr, sehr zufrieden. Die ist nämlich oil-free, also da sind keine Öle drin oder sowas. Also die ist jetzt eben nicht speziell mattierend, aber dadurch, dass sie keine Öle hat, fettet die Haut nicht so stark darunter und dann glänzt man nicht so sehr. Und deswegen habe ich die sehr gerne gemocht und ja, finde die für den Sommer sehr, sehr gut. Außerdem ist sie auch feuchtigkeitsspendend und lauter sowas. Also ja, die habe ich sehr gerne benutzt und so gesehen war dann das die meistgetragenste, auch wenn ich fast keine getragen habe. Aber wenn dann die. Geht's weiter mit dem meistbenutzten Bronzer bzw. dem meistbenutzten Blush. Ich zeige euch beides, weil ich habe beides benutzt. Und zwar als Bronzer. Also Bronzer habe ich nicht ganz so oft benutzt, weil ich finde doch, wenn man draußen ist und im Sonnenlicht, sieht Bronzer nicht ganz so natürlich aus. Also logisch, ist ja auch nicht natürlich, ist ja auch Schminke. Aber ich meine, diese Kontur, die das geben soll, sieht nicht so natürlich aus. Und mein ganzes Gesicht bronze ich sowieso nicht. Und aber so ein bisschen, um so eine zarte Bräune manchmal so den Wangen zu geben, habe ich sehr gerne diesen hier benutzt. Der ist von einer Catrice LE. Und zwar war das diese Hip Trip LE, glaube ich. Ja, genau. Das war die Hip Trip LE. Und das ist der Bronzer aus dieser LE. Und der ist matt. Und okay, mittlerweile ist das meiner Hautfarbe sehr ähnlich, weil ich ja im Urlaub war. Aber davor war das eben so für ein ganz klein bisschen Definition die perfekte Farbe. Und den habe ich dann sehr gerne benutzt und fand es halt auch gut, weil der keinen Glitzer hatte. Und ein Blush. Oh mein Gott. Dieses Blush. Es ist sowas von ein Riesen-Hit the Pan. Schaut euch das mal an. Also. Ich werde mir das auf jeden Fall nachkaufen, auch wenn es das in dieser Form nicht mehr gibt. Das ist von Catrice und zwar ist das dieses Multicolor Rouge. Und kennt ihr diese Verpackung überhaupt noch? Das ist von der ganz alten Catrice Theke sozusagen. Bevor diese ganzen neuen Designs kamen. Also dieses wird es hier wahrscheinlich gar nicht mehr geben, aber das ist so schön. Das ist so schön. Das habe ich auf jeden Fall sehr, sehr oft getragen. Das fand ich war jetzt einfach so das perfekte Alltagsblush im Sommer, wenn man eh so natürlich immer ein bisschen rot wird, weil es warm ist. Dann möchte man natürlich nicht so übertrieben gerouscht sein, dann sieht man ja gleich total furchtbar aus. Aber da war das einfach so schön. Das hat so ein bisschen Farbe gegeben, aber war nicht so übertrieben. Das ist die Farbe 010 Riviera Rose. Und ich muss sagen, ich hoffe, dass es das so in der Art noch gibt. Weil das doch langsam etwas älter ist. Aber ja, auf jeden Fall, diese beiden Dinge waren eine sehr große Liebe jetzt im Sommer. So, kommen wir zum meistbenutzten Lippenprodukt. Mein meistbenutztes Lippenprodukt ist das hier. Und nein, es ist keins von Astor, wie euch alle immer zeigen, weil irgendwie ist das so an mir ein bisschen vorbeigegangen. Also nicht vorbeigegangen, aber. Ich dachte mir, nö, warum denn 5 oder 6 Euro ausgeben, wenn ich auch 10 Euro ausgeben kann? Also Spaß, sowas natürlich nicht. Aber ich hatte mir zuerst diesen hier gekauft und dann mitgekriegt, dass es die von Astor gibt. Und zwar ist das ein Lip Color Biggie von BU. Das gibt es beim Douglas. Auf jeden Fall ist das die Farbe 44 Lucky Pink. Und ist eben auch so ein, ja, so ein, wie so ein dicker Stift. Und ist dann einfach. So schön wie ein pflegender, cremiger Lippenstift. Und der riecht wahnsinnig gut. Nach irgendwie so Nachtisch. Also nach Karamell, Vanille oder irgendwie sowas in der Art. Also ja, den habe ich immer in meiner Handtasche liegen gehabt und wirklich sehr, sehr gerne benutzt, weil man braucht nicht so viel und deswegen hält er sich auch super lange. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, dann sind wir schon bei der vorletzten Kategorie und zwar die meistbenutzte Mascara. Und hier kann ich euch jetzt leider nichts Neues zeigen, sondern eine, die ich euch in letzter Zeit sehr oft gezeigt habe. Und zwar die The Giant Waterproof von Catrice. Was soll ich dazu noch Neues sagen? Mir fällt nichts mehr ein und wenn ihr ausführlichere Informationen zu dieser unendlich tollen Mascara haben wollt, dann könnt ihr jetzt hier auf diese Mascara klicken und dann kommt ihr zu einem Video, wo ich die ausführlichst getestet habe mit wie wasserfest sie ist und was sie alles aushält und wie sie aussieht und was sie kann und bla bla bla. Ja, ich bin immer noch restlos begeistert von der und habe die im Sommer jeden Tag eigentlich getragen. Und damit
sind wir dann bei der letzten Kategorie, und zwar der meistbenutzte Lidschatten. So, bei Lidschatten und Sommer ist das bei mir so, wir verstehen uns nicht so gut. Ich habe keine Lust, mir so komplizierte Augen-Make-ups zu machen und ewig da vorm Spiegel zu stehen mit Lidschatten und blablabla, wenn es so warm ist, ne? Ich habe dann auch Kommentare unter meinen Videos gekriegt von wegen, ja, mein Make-up hätte nachgelassen und so weiter. Es ist doch viel zu warm, um sich so arg zu schminken. Aber gut. Ich habe natürlich hin und wieder dann schon Lidschatten mitgenommen, gerade wenn ich jetzt abends weg bin oder irgendwie, weiß nicht, irgendwas war und halt sich vielleicht doch etwas hübscher machen sollte. Und ich habe dann zum einen mal meine Maybelline-Palette sehr gerne genommen, die habe ich euch aber auch schon zum Erbrechen oft gezeigt. Dann diesen einen Lidschatten aus der Essence Me & My Ice Cream LA, den ich euch auch schon bis zum Umfallen gezeigt habe. Und ich habe noch eine kleine Palette sehr, sehr gerne genommen und die habe ich euch nicht so oft gezeigt. Und zwar ist das eine von Elf. So sieht die aus. Da sind vier Lidschatten drin und zwar ein sehr heller Ton, ein so ein mittelbrauner Ton, so ein Graugrün und mehr so ein Rotbraun. Und das sind richtig, richtig tolle Lidschatten, muss man sagen. Also von der Elf Lidschattenqualität, da kann man sich echt nicht beschweren. Und ich habe vor allem sehr gerne den hier genommen, wie ihr vielleicht sehen könnt. Der hat schon ein bisschen so eine kleine Kuhle und habe sehr gerne mit diesen beiden Farben hier meine Augen-Make-ups geschminkt. Das ist halt sehr, sehr dunkel. Also die sind schon sehr gut pigmentiert. Und dieser hellere Ton ist halt toll zum Highlighten und in Verbindung. Fand ich die echt ziemlich perfekt und habe die deswegen sehr gerne benutzt. Und das waren auch schon alle 11 Kategorien. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir gerne eine Videoantwort dalassen. Und wenn ihr keine Videos dreht oder sowas, dann könnt ihr mir entweder auf meinen ganzen Seiten oder hier in den Kommentaren eure meistgetragensten Sachen in den verschiedenen Kategorien dalassen. Ich schreibe auch die ganzen Fragen nochmal in die Infos. Und jetzt muss ich natürlich noch ein paar Leute taggen, weil das ist ja der Sinn von einem Tag, dass man Leute taggt, die das dann auch machen. Und wieder jemand taggen. Als erstes möchte ich gerne die Mädels von Consider Cologne taggen, weil die haben immer so schöne Sachen, die sie zeigen und gefallen mir immer richtig, richtig gut. Und die gucke ich sehr, sehr gerne und die haben, glaube ich, immer etwas die teureren Produkte, aber ich finde das trotzdem voll interessant. Also ihr seid auf jeden Fall getaggt. Dann möchte ich als zweites gerne Kind of Rosie taggen. Ich weiß nicht, aber sie hat so eine angenehme Art zu erzählen. Ich höre ihr wahnsinnig, wahnsinnig gerne zu. Also das würde mich interessieren, was sie im Sommer sehr gerne benutzt hat. Und dann bin ich jetzt mal noch ganz mutig und möchte gerne Ebro taggen. Ich weiß zwar nicht, ob sie mich überhaupt schaut, wahrscheinlich eher nicht. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr ihr gerne schreiben, dass Snookyful sie getaggt hat. Auf jeden Fall, ja. Ebru war so, glaube ich, die erste YouTuberin, die ich geschaut habe und auch so die, die mich damals, als ich schon mal Videos gemacht habe, ne, so dazu inspiriert hat anzufangen, ja, also ich bin so Fangirl-mäßig. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn diese drei mitmachen würden und ansonsten sind natürlich auch alle getaggt, so wie man das immer sagt. Also wenn ihr das Video gemacht habt, dann könnt ihr es mir als Videoantwort dalassen. Und dann war's das wieder damit. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!